Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the Blue Team mit einem AFK Benny. Und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt in der Folge mal ein bisschen unsere Tür mal automatisch machen. Dafür habe ich mir jetzt schon Redstone und Eisen aus dem Lager mal geholt. Weil wir brauchen dazu nämlich diese netten Sachen. Diese Red Alloys. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viele Dinger da rauskommen. Ah, da ist er ja wieder. So. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile da jetzt rauskommen. Wenn wir es gleich sehen. Und dann schauen wir mal. Da kommt, denke ich, immer mehr Kabel raus, wie ich Eisen reinlege. Du kannst mal 4 Pisten bauen, Junge. Pisten? Hm. 4 Stück. Haben wir Slimeballs da? Ach, irgendwo. Ah, 4 Stück, okay. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauchen wir nicht. Normale Pisten, ja. Sticky Pisten mache ich denn raus. Brett, Eisen. Drei, ne? Drei. 4. So. Ja. Was denke ich so? Oder? Ich werde ein bisschen Zeug zurückschmeißen, war ein bisschen viel, was ich mir genommen habe. Das war ein bisschen viel. Ich denke, hier schon wieder jeden möglichen Scheiß drinne. Ach genau, nach dem wollte ich mir auch gut. Ich habe übrigens mal geschaut, also 2 Enderperlen haben wir noch. Muss ich gleich mal schauen, weil ja. Ich habe nämlich was gefunden und weiß noch nicht, was es ist. Was hast du gefunden? Waypointer oder irgendwie sowas. Weil ich habe nämlich auch gesehen, hier gibt es nämlich auch wie so eine Art Fahrstuhl. Da muss ich dann mal schauen, ob das so eventuell ist. So. Mal gucken, wenn ich jetzt das Kabel hier unten lang lege. Kann ich die Pisten? Ne, ich denke mal, kann ich die Pisten nicht mehr raufsetzen. Das heißt, ich muss noch ein weiter runter. Genau, da kommen dann die Pisten ran. Pisten schon fertig? Dann unten müsste. Zack und zack. Sticky Pisten. Ich brauche noch eine Redstone-Fackel. Hier kommt mein Sticks angepackt. Da. Redstone habe ich lose. Ja, Redstone habe ich auch. Ich habe nur gerade meine Sticks weggepackt. Ich muss mich mal kurz gucken wegen dem Kontakt, den ich brauche. So, wenn ich jetzt da hinsetze. Ja, sie setzen sich natürlich wieder andersrum. Ich wusste es. Weg. Ach stimmt, ich muss hier wieder. Rohrkolben. Was? Rohrkolben. Rohrkolben. Rohr. Was ich vorhabe? Mhm. Ich mache uns jetzt eine automatische Tür. Ach so. Wenn das recht ist. So, warte mal, wenn ich jetzt hier ein Ding hinsetze, eine Redstone Torch, müsste rein theoretisch. Genau. So, das heißt aber, das ist aber falsch, weil ich muss ja quasi den Kontakt dauerhaft da. Was backen die denn hier rum, Alter? Backen die bei dir auch so rum? Ja. Die Pisten. Die springen hoch und runter bei mir. Lull. Weg. Nee, warte mal. Ich brauche jetzt quasi einen dauerhaften Kontakt. Das heißt, die müssen ja jetzt quasi...
Die müssen zu aufbleiben. Ich muss da nicht spinnen. Die müssen aufbleiben. Und wenn ich den Kontakt herstelle, müssen sie zugehen. Beziehungsweise halt müssen immer zu sein und dann, wenn ich den Kontakt herstelle, müssen sie aufgehen. So und so. Das passt schon. So, wenn ich jetzt quasi hier eine Redstone Torch drunter stelle. Und hier aber noch ein zweites Signal gebe. Müsste ja rein theoretisch das ein Gegensignal sein und müsste ausgehen. Eigentlich. Hm? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo eine Höhle ist oder sowas, wo Zombies und Spinne drin rumrennen. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Muss ich jetzt echt mit einer Gegensatzschaltung arbeiten? Das würde mich ja jetzt geringfügig etwas ankotzen. Ich glaube echt, ich muss mit einer Gegensatzschaltung arbeiten. Ich halte schon das halbe Haus weg. Ich kann doch nicht mit der Gegensatzschaltung arbeiten, das ist doch Blödsinn eigentlich. Ich will nicht mit der Gegensatzschaltung arbeiten. Gegensatzschaltung ist assi. Hast du hier einfach unsere normale Tür gelassen? Was? Was hab ich gelassen? Warum hast du nicht einfach unsere normale Tür gelassen? Nein, weil das viel cooler ausschaut, wenn man eine automatische Tür hat. Das ist nämlich viel cooler. Nein, so nicht. Wenn jeder Zombie, der da ranläuft, kriegt die Tür auf, oder was? Nö. Leck mich doch. Jo, passt schon. Ja, muss wirklich mit der Gegensatzschaltung arbeiten. Aber das ist hier nicht das Problem. Das kriegen wir schon gebacken. So. Ah, das ist scheiße, ich muss ja wieder hochkommen. Ne, wir können ja von draußen können wir einen Schalter machen. Hm. So, das würde ich aber gerne hier drunter haben. Das heißt. Hier weg. Und dann... So. Scheiße, ich muss halt auch schauen, dass ich wieder hier hochkomme. So. Yeah, man. Ich will wieder hoch. mach dich halt zu Bett und komm hoch. Ah, stimmt. Lol. Nee, der Mando. Stimmt. Ja, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Daran habe ich doch nicht gedacht, Mann. So eine blöde Mann. Ja, so eine blöde Bett. So, was möchtest du denn für eine Tür haben? Hör, wieso ist so ein Holz zu wenig? Kannst du für eine Tür machen? Bitte? Kannst du für eine Tür machen? Mach mir die Tür. Ja, halt. Egal mit was für ein Block, du kannst sogar Goldblöcke nehmen, wenn du das möchtest. Na? Ja, dann machen wir doch Diamantblocktür, oder? Meinetwegen. Nee, nicht. Ja, mir ist mir egal, mach wieder, was du möchtest. Mach eine Tür, die du möchtest. Du musst einfach nur da jetzt einen Block hinlegen. Warte, wir brauchen das Holz. Ach, dann kommen jetzt gleich 20 Holz geliefert.
Redstone, dann brauchen wir das jetzt quasi oben genauso. Müssen wir das jetzt quasi... Moment, hier kommt das Kabel an. Hier kommt's an. So, so. So. Rein theoretisch war das das Kabel jetzt hier, oder? Ach, leck mich doch fett. Hast du jetzt gerade XP von irgendwas bekommen? Ich glaube, ich weiß nicht von was. So, so. Okay, dann müssen wir das jetzt hier wieder zumachen. Hier auch. Einfach hier draufstellen? Einfach draufstellen, ja. LOL. Willst du einfach draufstellen? Wie willst du solche blöden Bricks nehmen? Ja, wenn nämlich das gleich aussieht, sieht doch doof aus. Ja, aber mal, erstmal nur unten. So, hier fehlt aber noch irgendwie ein Holz. Aber du hast mein Holz aufgehoben, ne? Gib mir das mal, brauche ich. Ja, er schmeißt ins Loch rein. Ja, und ich passe nicht rein. So. Gar nicht. So, jetzt brauchen wir Pressure Plates. Zack und zack. Ha, gesehen? So. Mhm. Dann kommt halt jetzt auch noch oben drüber. Aber irgendwie backt das bei mir ein bisschen rum hier. Das springt immer hoch und runter. Ja, und wir brauchen halt den Kontakt von draußen halt auch nochmal, ne? Also ganz ehrlich, das ist mit dem normalen Tür eigentlich echt. Wollen wir draußen einen Hebel oder einen Knopf machen? Warum ist das besser? Das ist gar nicht besser. Nein! Man muss ja schauen, was du hier für eine Apparatur brauchst. Was für eine Apparatur? Du siehst davon gar nichts. Ja, aber du musst das alles da reinbauen. Lass mich wieder rein hier. Was muss ich reinbauen? Was muss ich reinbauen? Nein, lass mich mal rein hier. Na, geh halt. Oh, Entschuldigung. Geh halt wieder rein. Erzündet mich einfach an. Aber das ist doch in Ordnung so, oder nicht? Ja, ne, ist halt muss halt erst ewig drum rumbauen, dass es dann funktioniert. Ja und? So, so. Warte mal, wenn er ausgefahren ist, muss er bis hier hingehen. Das heißt, er muss dahin. So. Was mich die ganze Zeit wundert, wir eilen die ganze Zeit draußen rum und es ist noch kein einziges Viech gekommen, oder? Das war auch schon überlegt. Kein einziger Zombie war da und nichts. Irgendwie eigenartig. Das ist irgendwie eigenartig. So, also wenn er ausgefahren ist, muss er bis dahin. Das heißt, das ist ausgestreckt, das heißt, er muss dorthin. Ich find sowas trotzdem cool. So. So. Gehst runter. Was? Du kommst gerade ganz mies bei mir an. Warum? Weil du erstens voll leise bist und zweitens hast du dazu gerade noch gestockt.
Oh no! Dockt's immer noch? Nee, ne? Oh oh. Okay, dann passt. Lass mal Heil machen. Ja, und ich bugge rum. Okay, jetzt geht's. Das war bei mir auch gerade. So. Na, du blöder Zombie. Scheiße, du verbrennst ja nicht mehr durch deine scheiß Rüstung, Alter. Heute große Zombie schießen. Nee, wenn die Rüstung anhaben, dann nicht. Oh, er hat mir eine Lederhose gedroppt. Yeah. Lederhose. Das ist mein Schwert. Was? Schwert ist weg. Eine Lederhose. So. Ich finde das trotzdem cool, solche Schaltungen zu bauen. Ich finde das geil. Ja, von solchen Schaltungen kenne ich mich eh nicht aus. Du musst es lernen, Junge. Also ich finde das total geil, mit solchen Schaltungen rum zu experimentieren und sowas zu basteln. Wo ist die Tür eigentlich? Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. So, jetzt haben wir irgendwo noch einen Trumm Erde. So. Das ist ein Creeper umgeklatscht hier. Klatsch den Creeper weg. Klatsch den Creeper weg. Und hier kann ich jetzt glaube ich nicht mehr zubauen, ne? Nee. Dann brauchen wir dann wieder ein Cover. Cover. So. Gut, jetzt brauche ich zwei Redstone-Torches. Ich habe natürlich nur das eine. Eine Redstone-Torch. Und dann müssen wir aufs Dach. Bad. Also mache ich uns einfach draußen einen Schalter ran, oder nicht? Ja, würde ich sagen. Müssen wir einfach, Ich bin ja bald mal. Diese Kakühne, die rennen rum wie... Lass sie doch rumlaufen, die können da auch nichts dafür. Ich glaube, die rennen rum, wie wenn sie angestochen worden sind. So. Dann müssen wir jetzt quasi auf der Höhe den Kontakt geben. Also noch ein Boah. Fliegen. Also quasi noch einen hinter. Einen hinter. Der geht halt kaputt. Einen hinter und einen rüber. Zack, zack, zack. Halt, das war zu weit. Hallo? Leg dich doch mal hier rüber. So. Tram wir mal bitte. Achso, na gut, bist du gerade nicht da. So. Verdammt. Geh mal bitte kurz hierher und trampel mal bitte jetzt mit drauf. Ja, weil ich oben gucken muss, was gerade falsch ist. Ja! Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da angelatscht, Alter? Ich hab da ein Problem, ich passe da nicht rein. Fettes Mammut, ey. Oh Mann. Bad. Bad kann ich wohl nicht durchlatschen. Hä? Ja? Ach so, da gibt keinen Kontakt hier oben nicht. Ah. Ja, warte, gleich. Warte mal. Warte. Da gibt hier keinen Kontakt. Ist das hier schon... Oh, nee, passt doch. So, dann setzen wir nämlich hier die Torches drauf. So, jetzt haben sie Kontakt. Jetzt brauchen wir... Warte mal. Gleich. Ich sag dir, wenn du mal drauflatschen sollst.
So, Problem ist, hier ist jetzt. Okay, dann müssen wir hier auch noch ein paar. Ich lege jetzt, ich packe jetzt hier mal Erde hin. Und da wo. Toll. Da wo jetzt Erde ist, packen wir nachher noch solche Glowstone-Dinger rein, die wir jetzt hier schon haben. Solche Lampen. Aber auch so Was? Bricks. Wieder geht. Jetzt warte doch mal. Toll, jetzt habe ich hier einen Dauerkontakt hergestellt. Ja, das war eine Redstone-Schaltung. Hä? Jetzt fühle ich mich ja gerade irgendwie etwas gemobbt. Wieso verbindet der sich hier? Hä? Wo ist meine Piste jetzt hin? Ist die Piste... Hä? Runde ist das Lol. ausgefahren. Ich sehe die Pisten ja gerade gar nicht. Doch, die sind da. Mano! Jetzt geh mal weg hier und du gehst auch mal weg hier. Ich will jetzt, dass sie sich da drauf stellt. Gott, verdammt noch mal. Geht nicht. Das ist doch bescheuert. Wie kriege ich denn jetzt diese blöde... Nein! Du sollst jetzt auf diese Scheiß... Wieso stellen da sich nicht auf diese Scheißpisten oben drauf, Alter? Falsch rum. Mano! Ich will jetzt, dass der Scheiß funktioniert. Jetzt fehlt mir wieder eine Redstone-Torch. Oder du hast sie aufgehoben. Wie, nee, hä? Hier fehlt eine. Das wusste ich Ja, doch. da habe ich doch aufgehoben. Gib her mal. Dann wer legst du gerade Ich oder leg mal. beide? Abgehackt bei mir an. So. Wie so ein Roboter. So, wenn ich jetzt hier das Land lege. Entschuldigung. Und euch jetzt hier ransetze. So, dran wir mal bitte unten drauf. Rein theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Ja, drei fahren ein. Warte mal, hier kommt kein... Oh, jetzt ist hier drüben schon wieder was abgebaut. Warte mal. Nee, passt Ich habe schon. nichts abgebaut. Die Verbindung hier ist unterbrochen. Wie drei fahren aus. So, jetzt Ne, machen zwei wir. fahren bloß ein. Gut, geh Jetzt. doch. Aber nicht gleich so, Mann. Das ist aber irgendwie anzeigenmäßig ganz schön verpackt bei mir. Anzeigenmäßig. Mach mal auf da. So, jetzt brauchen wir Knopf. Ah, Knopf. No. Ah, Knopf. Warum ist das so komisch buggy hier? Das ist ja doof. Hehe. Hallo? Also draußen kommt es auch rein. Mehr? Um das Ganze bloß wieder etwas zu kleiden. Ah, wenn du auf den Knopf drauf bist.
Alter, mal. Sieht ja nicht ganz cool aus, wenn man oben die Pisten sieht, wie sie sich bewegen. Wie hier zwei Glasblöcke reinhaben. Also Glasblöcke rein. Nee, ja, da. Ja, stimmt. Glasblöcke. Ja, es hat eine Glastür. Naja, da könnte man doch eigentlich dann hier. Und hier unten im Boden aber auch, damit wir die Pisten sehen, die sich bewegen. Komm mal, freilich. Kann man machen. Das machen? So praktisch hier, hier. Ne, wo ich gerade drauf hau. Da noch so ein Leuchtdings reinmachen und dann nach vorne zwei so. Alter, ich hab grad die Bombenidee. Die musst du dir aber bis zum nächsten Part aufheben. Wir sind nämlich fertig. Und wir haben schon wieder Überlänge. Okay, dann. Mach nächsten Part an, ich hol Glas und solche Leuchtdingens. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao!